Und schön, dass ihr am Start seid. Aus der Sonderlee zu einer kleinen Foodtour. Es gibt heute ein Special-Konzept. Ich werde erstmal zu Assam, das ist so ein bekannter Laden zum Frühstücken. Der ist geil. Und dann werde ich den Versuch antreten, als Tourist, so wisst ihr, der keine Ahnung hat, einfach irgendwo reingehen, wo ich denke, dass es geil sein wird. So, also keine Top-Tipps. Alles, was ich schon mal gehört habe, werde ich meiden. Das sind eigentlich aber auch nur zwei Sachen. Irgendwas mit Chicken, irgendwas mit Abu, irgendwas. Denkt auch dran, haut mir eure Empfehlung. Ganz Deutschland, egal wo, fressen. Am besten auch so ein bisschen arabisch oder so. In die Richtung habe ich immer Bock drauf. Haut mal rein in die Kommentare, ich werde irgendwo hinballern. Genau, und jetzt gehen wir erstmal zu Assam, wenn da Frühstück. Wenn es noch Frühstück gibt, ich bin ein bisschen spät dran. So Leute, ich bin am Start jetzt bei Assam. Ich würde gerne das nehmen, was so der Verkaufsschlager ist als Frühstück. Also der Kollege sagt, bester Hummus Berlins, ja? Ja. Okay, und was nehme ich dazu am besten? Kartoffelbeilage dazu. Oliven, Zwiebel, rote Bete, Minze. Ja. Und Kartoffelflammbrot dazu. Flammbrot, okay. Und dann nehme ich noch irgendwas, was so specialmäßig geil aussieht. Falafel. Okay, Falafel dann passt noch dazu. Nehme ich Falafel dazu, geil. Boah, das sieht aber heftig aus hier, Leute. Da muss man ja beinahe alles nehmen, ne? Oh, scheiße. Was, aber ich muss noch was anderes. Genau, einen großen Teller machen. Große Teller ist eigentlich besser. Ich nehme den Rest nehme ich mit. Guck das hier an. Oh. Leber ist das, ne? Das ist ja Hähnchenleber. Hab ich gesehen, im Brot habt ihr das gemacht, ne? Im Brot und hier habt ihr auch, okay? Das würde ich vielleicht nehmen, im Brot. Ich habe noch nichts gegessen heute, ich will alles wieder nehmen. Kennt ihr das? Natürlich kennt ihr das. Das ist für mich als Deutscher so unbekanntes Terrain. Alles so Neuland. Das begeistert, das begeistert. Schon mal heftig aus. Ich werde mit mir Halloumi werde ich loslegen. Ich habe schon viele Halloumi gegessen im Leben. Was wirklich geil ist, der ist auf dem Punkt, ist der geröstet außen. Außen knackig, innen weich. Ich glaube, hier draußen ist besser. Drinnen war zu laut. Das ist generell scheint das hier, wenn ich jetzt zum Beispiel auch die Teigtaschen hier betrachte, das eingelegte Gemüse, die Kartoffeln. Hier wird viel mit Säure aufgearbeitet, was ich sehr gerne mag. An den Kartoffeln schöne Schärfe und eine schöne Säure dran. Ganz anders. Ich sag mal jetzt so, ich als deutsche Kartoffel, ich war noch nie in diesem Style Frühstück. Wenn das jetzt mal vergleicht zu, ich gehe zum Bäcker, hole mir ein belegtes Brötchen, würde ich das definitiv vorziehen. Du hast einfach mehr, du hast mehr Vielfalt, du hast ja auch mehr dran. Was ist so ein Brötchen? Wisst ihr? Ein bisschen Salami drauf, das Kartoffeln, Halloumi. Gemüse, was ist einfach ein Gesamtpaket. Und dann das nochmal zu den Kartoffeln hier, ne? Hummus, ein Traum. Du hast diese Cremigkeit, extrem cremig. Und trotzdem natürlich noch diesen Kichererbsengeschmack, aber intensiv. Das Gemüse hier noch. Brokkoli, Aubergine, mit ein bisschen Hummus, Paprika. Wenn ich mich mir irgendwie herausnehmen dürfte, das hier zu bewerten, für mich eine klare 8 von 10. Heftiges Frühstück, wo ich behaupten würde, hier wird nahezu jeder zufriedengestellt. Es ist wirklich einfach ein Gedicht von Frühstück. Wir gehen weiter. Ich weiß noch nicht, was wir jetzt testen. Ich werde, wie gesagt, random irgendwie irgendwo rangehen, wo ich denke, das sieht geil aus. Und dann gucken wir mal, was uns noch erwartet in dieser Foodtour. Ich habe hier schon was gescoutet gerade. Irgendwo habe ich das gesehen. Libanese Cuisine. Das sah gut aus. Und da werde ich jetzt einfach mal rein. Könnte man auch mal so eine Naschtour machen. Also schreibt es gerne rein, wenn ihr euch mal hier so eine Cheat-Day-Foodtour wünscht. Aber da, so optisch, habe ich noch heftigere Läden deutlich gesehen, aber da kann es gefühlt kaum vorbeigehen. Da ist er. Ich als Tourist, der keine Ahnung hat, hat jetzt den Laden ausgewählt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so gesehen hättet. Das sieht ja gut aus. Eigentlich sollte ich ja eben Falafel bekommen. Shawarma bin ich auch Fan. So einen kleinen Falafel, den werden wir uns jetzt einverleiben. Ich bin eben schon drin gewesen. Rappelvoll auf einmal. Innerhalb von ein paar Sekunden rappelvoll. Frisch vom Tisch. Aber den Spieß macht ihr nicht selber, ne? Selber Spieß. Den macht ihr auch selber. Ja, alles ehrlich. Sogar den Spieß machen die. Da kriegt Shawarma hier von, ne? Ja, geil. Ich dachte schon, Ware von der Stange, weißt du? Aha. Nee. Hier in der Sonderleg kriegt man was geboten. Nix hier von der Stange.
mich erstmal ans Shawarma. Also erstmal ist es in diesem Standard arabischen Brot gemacht. Das kennt man. Weiß man, was man kriegt. Richtig schön warm. Sehr präsente Tomate. Die haben ziemlich dicke Tomatenstückchen da drin. Haben wir extra viel scharfe Soße reinballern lassen. Das kann ja nur ein guter Tag werden. Finde ich erst ab 2 Euro in der Berliner Gosse. Also Fazit zum Shawarma. Ich habe sehr viel Shawarma inzwischen gegessen. Ich liebe Shawarma. Kritik an mich, ich habe die dicke Tomate gesehen. Ich mag Tomate, aber das ist mir zu präsent gewesen für das Shawarma. Ist aber trotzdem stabile Shawarma. Schönes eingelegtes Gemüse, schöne Knoblauchsoße. Wir gehen jetzt mal ans Falafel ran. Bei dem hatte ich extra scharf. Also auch stabiles Falafel. Aber in beiden Fällen muss ich sagen, das habe ich öfter mal gehabt in letzter Zeit. Oder das häuft sich in letzter Zeit. Mag Zufall sein, ich weiß es nicht. Für mein Befinden in beiden Sachen Falafel und Shawarma zu viel Salz drin. Aber stabil. Also kann man nicht meckern. Stabiles Essen. Wir zwischen los zum nächsten Spot. Was ich ganz kurz eben festhalten muss, wie günstig. 2,50 Falafel, Shawarma 3 Euro. Also das ist krank. Vom Preis-Leistung krank. Und ja, ich gucke jetzt. Ich gehe random jetzt mal durch und schau mal, was ich mir noch gebe. Ihr lasst euch überraschen. Ich nehme auch vielleicht was mit ein bisschen Zucker drin. Ich schwöre es euch, normalerweise würde ich niemals machen um die Uhrzeit. Und jetzt gerade heute wollte ich eigentlich keinen Zucker. Puh, was ich alles für euch auf mich nehme, Leute. Ich sage es euch, das ist ein hartes Stück Brot für mich gerade. Oh. Ich habe auch gefragt, ob ich kurz filmen kann. Oh. Eieieiei. Weiß man, muss von über seine Grenzen gehen. Komm, rein da. Was ich für euch auf mich nehme. Oh. Man muss sagen, ich als Deutscher, man kennt ja oder gefühlt nur die Baklava und so, die man beim Dönerladen mit dazu kriegt, das sind ja meist die Industriellen. Und das sieht mir hier aus, als alles hinten in der Küche gezaubert. Macht ihr alles selber, ne? Ja, alles. Ja, ne? So sieht das auch aus. Ui, das sieht gut aus. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Das Grieß mit Sahne und Rosenwasser. Grieß mit Sahne und Rosenwasser. Exotisch. Für mich geil, aber dieses Rosenwasser, das kennt man nicht. Das hat so eine recht, sag ich mal, durch den Grieß einen bekannten Geschmack. Schön sanft, ganz sanft. Dieses Rosenwasser gibt was ganz Spezielles, was man so nicht kennt. Geil, muss ich sagen. Richtig heftig. Das sieht geil aus, das Matkasta. Oh, kann ich das einmal auch kosten? Weißt du, was mir persönlich am besten gefällt? Das ist keine so heftige Zuckerbombe. Genau, ihr macht nichts, nicht zu viel. So, dass es lecker schmeckt, aber man nicht direkt irgendwie Diabetes-Schock kriegt. Richtig schön ausgewogen. Kann man gut essen, ohne danach einen Zuckerschock zu bekommen. Schön karamellig durchzogen und dann dieses Sandige. Bei bestimmten Kuchen, zum Beispiel mit Grießboden. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, ist dieses Sandige. Genau, die Konsistenz von dem Teig meine ich damit. Die so in sich zerfällt. Bombe. Das war nicht geplant. Er hat mich echt fertig gemacht. Das war richtig lecker. Puh, da hat mich schon mal echt geflasht. Ich esse jetzt noch mehr. Mal gucken, was wir noch essen. Also wenn ich Baklava jetzt auch einfach bewerten müsste, ne? Die Köstlichkeit eben, würde ich auch 8 von 10 geben. Da würde ich sogar noch ein bisschen mehr fast geben. Bleiben wir einfach bei einer 8 von 10. Also nur ganz schnell, so einen werde ich mir auch noch raussnacken, weil das zu heftig aussieht. Das ist hier. Den werde ich mir auch noch raussnacken. Und einen mit Schokolade hier. Also hier muss ich jetzt auch noch einmal mitnehmen, die haben ja auch viele Köstlichkeiten. Was kostet das? 3 Euro bitte. 3 Euro? Ja. Guckt euch, 3 Euro kostet das. Ah. Auf Arabisch bist du jetzt Ara. Okay, Ara, testet mal eben. Dann kann ich auch für euch hier testen, ne? Also erstmal das hier. Ein bisschen Rosenwasser hätte noch rangekommen, ne? Ja. Ja. Das ist so richtig schön sanft von innen und dann nur leichte Süße bei. Das ist wie beim Kollegen eben nebenan, habe ich auch schon getestet. Mm. Keks.
Ja, lecker. Schönen Tag noch, ne? Danke. Den muss ich wiedergeben, ne? Ich wollte abziehen. Ich muss sagen, auch der hier, genauso lecker. Das ist einfach genau mein Ding. Nicht zu süß. Leichte Süße ist hier oben drüber. Da ist nämlich irgendwie noch dieses Zuckerwasser drüber. Kann ich gar nicht sagen. Beides sehr geil. Dieser Keks sehr geil. Von der Bewertung tut sich dabei mir nichts zum anderen. Eine Herzhaftigkeit. Eine Herzhaftigkeit wird sich noch gegönnt. Bedacht musste gewählt werden. Und dann habe ich mir noch gedacht, ne, wird jetzt mal bei einem irakischen Grillhaus. Da werde ich jetzt noch mal reinstibbern, so. Habe ich auch noch nie gesehen. Habe schon ein, zwei Gerichte gesehen, die ich kenne. Habe ich sogar selber schon gekocht im Livestream bei Twitch. Gerne auch da vorbeischauen, ein Abo da lassen. Aber was ich einfach esse, einen irakischen Kebab. Da bin ich gespannt. Zu laut, bin ich sehr gespannt. Dieses richtig angebräunt, also dieses, was ich gesehen habe, schon richtig dunkel. Das muss ein bisschen. Natürlich darf nicht zu heftig, aber da muss richtig Röstaromen drin. Das habe ich hier drin. Die Zwiebeln geröstet, Tomate geröstet, dennoch die Peperoni da drin geröstet und der Fleischspieß knusprig kross. Angst vor der Schärfe. Nicht negativ gemeint, das Brot ist was ganz Besonderes. Wie oft isst man Brot? Irgendwo beim, wenn man jetzt Grillteller-Fan ist, arabisch gern isst oder auch türkisch. Und alles hat seinen Charakter, alles hat irgendwie seine Besonderheiten. Das hier ist so leicht weich, aber auch doch brüchig von außen, aber richtig soft trotzdem von innen. Sehr spezielles, leckeres Brot. Heftiger Kontrast zu dem Shawarma vorhin. Da habe ich die Tomate eher ein bisschen negativ wahrgenommen. Hätte ich weglassen müssen. Hier richtig heftig. Natürlich gebräunt vom Grill. Die schwingt eher im Nachgeschmack mit. So richtig schön im Nachgeschmack. Und gibt eine geile Begleitung zum Fleisch. Aufs Brot komme ich nicht drauf klar. Ist ähnlich, wie ich es damals bei Pamphylia gesagt habe in Berlin. Ist wie ein Geist. Als wäre es nicht da. Du hast es zwar drin, aber es ist so leicht und locker und fluffig, als würde es verschwinden im Mund, ohne dass du weißt, wo es geblieben ist. Ganz große Überraschung. Jetzt dieser Laden, der letzte. Dachte ich so, nehme ich mit. Mal irakisch, Imbiss kenne ich nicht. Aber dass der so reinknallt, bin ich echt richtig begeistert gerade. Das Fleisch richtig, der Fleisch ist rauch durchzogen. Keine Soße. Um es nochmal so zu erklären, für die das vielleicht auch testen wollen, für die Berliner, damit sie wissen, was sie erwartet. Das ist genau der Kontrast zu dem vorhin, dem Shawarma und so. Das Shawarma, das war so mit ordentlich Soße, richtig Power, hohen Salzgehalt, wirklich so boom, in deine Fresse. Und das hier ist sanft. Ihr habt ein sanftes Brot begleitend, was verschwindet im Mund. Ihr habt keine Soßen, ihr habt keinen hohen Salzgehalt, ihr habt Gemüse, wo ihr zwischendurch auch mal ordentlich Gemüse im Mund habt. Es ist sanftes Essen, leichtes Essen, aber gerade genau das, was ich irgendwie brauche. Das ist für mich heute das Highlight und ich gebe tatsächlich eine 8,2 Punkte für das Essen, weil ich special finde. Auch das Brot, man braucht mal was anderes, was Besonderes. Ich hoffe, euch hat die Foodtour gefallen. A la Tourismus-Style. Ich finde das geil. Ich habe mir nichts angeguckt vorher, beziehungsweise die ich kannte, habe ich nicht gegessen, außer den ersten. Und das ist schön. Das ist gut so. Also das, ich fand das Konzept so cool. Falls es euch auch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, ein Abo und gerne einen Kommentar, ordentlich Kommentare vollballern. Ich danke euch für euren Support. Jedes Kommentar zählt, um das Video Reichweite zu geben. Gebt mir euren Tipp, wo es als nächstes hingehen soll und bis zum nächsten Mal.